Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute machen wir was ganz Besonderes. Heute feiern wir zusammen einen Book Birthday. Packt das Konfetti aus, packt die Luftschlangen aus, es wird hier gefeiert. Ich möchte euch nämlich gerne ein Buch vorstellen, das mich diese Woche erreicht hat und das heute auf den Markt kommt. Und zwar spreche ich von Together, das Freundebuch von Stay Inspired. Wurde von Lisa Wirth designt und ich werde euch natürlich auch die ganzen Adressen unten in die Infobox packen, damit ihr auch nachschauen könnt, vorbeischauen könnt, ihnen vielleicht auch zu ihrem Book Birthday gratulieren könnt. Ja, was ist Together das Freundebuch? Wie man es vielleicht am Namen schon erkennt, ist es kein klassisches Buch zum Lesen, also es gibt keine Geschichte, die uns dieses Buch erzählen möchte. Es ist quasi ein Freundebuch für Erwachsene, wenn man das so nennen kann. Und das hat mich direkt so gecatcht, nicht nur von seiner Aufmachung her, sondern auch von dem Gedanken, ja, als Kind habe ich Freundebücher geliebt und ich war immer froh, wenn ich mich irgendwo eintragen konnte. Lieblingsessen, Lieblingsfarbe, Lieblingsfreunde. Ja, als Kind hat das irgendwie total Spaß gemacht und ich finde es immer traurig, wenn Dinge, die einem in der Kindheit Spaß gemacht haben, im Erwachsenenleben irgendwie verloren gehen. Deshalb lese ich auch immer noch so viele Kinderbücher. Jetzt nicht nur Harry Potter und Co., sondern ich lese wirklich tatsächlich auch noch super gerne Hani und Nani oder sowas, weil es einfach, ja, schön ist. Weil man sich so ein kleines bisschen Kind in sich erhalten muss, finde ich. Ja. Das Together-Freunde-Buch habe ich beschlossen, werde ich für meine Bookstagram, meine Buchfreunde, anlegen. Werde es auch mit auf die Buchmesse nach Leipzig nehmen. Also wer sich eintragen möchte, darf das gerne tun. Hier auf der ersten Seite wird natürlich erstmal vom Besitzer etwas eingetragen. Hier gibt es noch Platz für Gedanken. Es sind zwischendurch immer so wunderschöne Seiten mit Zitaten. Und hier werde ich mich eintragen. Das mache ich nämlich gleich auch noch. Hier werde ich mich eintragen mit Bild. Dann gibt es ein Multiple Choice. Bin ich eher Katze oder Hund? Ganz klar Hund. Bin ich eher Herz oder Kopf? Ganz klar Herz. Ja, damit die Leute, die in mein Buch schreiben, auch ein bisschen was über mich erfahren können. Dann gibt es eine ganz wundervolle Seite. Ein Kompliment für dich. Das heißt, jeder, der in dieses Buch reinschreibt, darf hier irgendwo auf der Seite ein Kompliment für mich hinterlassen. Es gibt mehrere Seiten davon. Und dann gibt es auch noch eine Geburtstagsseite. Das heißt, jeder, der sich in dieses Buch eintragt, darf auch direkt seinen Geburtstag eintragen, damit ich das auch nicht mehr vergesse. Ich bin nämlich so jemand, wenn ich gerade nicht auf Facebook bin oder mein Kalender mich daran erinnert, würde ich meinen eigenen Geburtstag vergessen. Also wenn ich mal euren Geburtstag vergesse, bitte nehmt es mir nicht übel. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich liebe Geburtstage und ich gratuliere gerne und ich mache gerne Geschenke, aber ja, ich vergesse es auch gerne. Ja, auf jeden Fall gibt es dann ganz, 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 ganz viele Seiten, wo man sich quasi eintragen kann. Und das Schöne daran ist, es sind nicht identische Seiten. Also nicht jeder kriegt die gleiche Seite. Das heißt, wenn du dich bei mir eintragen möchtest, dann kannst du dir auch eine Seite aussuchen. Auf der einen Seite ist dann zum Beispiel, bist du eher Sneaker oder Birkenstock oder bist du eher Pizza oder Pasta-Typ. Dann kannst du noch eine Zeichnung von dir reinmachen auf der Seite zum Beispiel. Und dann zum Beispiel, so nennst du mich, ich in einem Wort, drei Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Also ich finde es richtig cool. Mein Lieblingszitat, das mag ich besonders. Im Regen tanzen, lachen, Spieleabende, das Meer. Ja. Ich finde, es ist ein richtig, richtig schönes Buch. Es ist super schön aufgemacht. Es ist ein Stück Kindheit einfach. Und man soll sich ja einfach mit Dingen umgeben, die einem gut tun und die einen glücklich machen. Und dieses Freundebuch macht mich glücklich. Das heißt, kaufen bitte. Nein, ganz im Spaß. Ich finde, es ist eine super schöne Sache. Ich habe es auch schon ein paar von meinen Blogger-Mädels erzählt und die waren alle Feuer und Flamme. Am Sonntag treffe ich mich mit drei von ihnen und da werde ich auf jeden Fall das Buch
mit einpacken. Also schaut auch gerne mal in meiner Story vorbei, wenn ihr miterleben wollt, wie die ersten Worte in meinem Buch geschrieben werden. Was ich auch besonders cool finde, ist, dass dieses Buch einfach ein Lesebändchen hat. Das heißt, wenn sich jetzt jemand einträgt, muss ich gar nicht suchen, sondern der, der sich als letztes eingetragen hat, legt einfach das Lesebändchen dort an seine Stelle und dann kann ich direkt reinschauen, was er mir Schönes hinterlassen hat. Ja, außerdem finde ich diese Goldprägung, diese Goldfolie einfach mega schön. Da haben sie sich echt was super, super, super Schönes einfallen lassen. Also ich bin mega begeistert, auch von der Qualität. Also es ist eine richtig gute Qualität im Druck. Ich würde jetzt mal sagen 120 Gramm Papier, also nichts, was auch so durchdrückt, wenn man was reinschreibt. Die Goldveredelung ist natürlich auch mega, mega schön. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch auch so ein Buch zuzulegen, dann schaut doch gerne mal in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch alle wichtigen Daten hinterlegt. Ansonsten gibt es für mich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich gehe jetzt das Buch ausfüllen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!